Otto der Erste wurde im August 936 in Aachen von den Großen des Reiches zum König gewählt. Aachen drückt nicht nur eine karolingische Tradition aus, sondern auch die Zugehörigkeit Lothringens zum Ostreich. Otto erschien in fränkischer Tracht. Nun wurde auch die Kirche mit einbezogen. Die Erzbischöfe von Mainz und Köln spendeten die Herrscherweihe. Beim Krönungsmahl leisteten die Herzöge von Lothringen, Franken, Bayern und Schwaben ihre Ehrendienste von Kämmerer, Truchseß, Marschall und Mundschenk. Das war der symbolische Ausdruck, dass das gesamte Reich repräsentiert war. Otto setzte stark auf die königliche Autorität, was zu Widerstand des Hochadels führte. Nach dem Tod Herzog Arnulfs von Bayern 937 verweigerten sein Sohn und dessen Bruder Huldigung. Otto schaltete die Gruppe aus und machte Arnulfs Bruder Berthold, der zuvor in Karantanien tätig war, zum neuen Herzog. Die amtsrechtliche Interpretation des Herzogsamtes wurde hier also wieder durchgesetzt. Berthold musste sogar auf die Kirchenhoheit verzichten. Eine weitere Rebellion konnte Otto problemlos niederschlagen. Von größerer Bedeutung war allerdings der Aufstand des Königsbruders Heinrich. Nun ging es um den Thron. Schnell schloss er ausgehend von Sachsen eine Allianz mit Franken und Lothringen. 939 konnte Otto, angeblich auch mit Hilfe der Heiligen Lanze, einen Sieg erringen. Im Herbst 939 brach der Aufstand zusammen. Nach der Aussöhnung wurde Heinrich zum Herzog von Lothringen, doch er konnte sich in diesem Land nicht durchsetzen. Heinrich erhielt schließlich nach dem Tode Bertholds das Herzogtum Bayern. Das Herzogtum Franken wurde nicht mehr besetzt und das Land unmittelbar dem König unterstellt. Immer mehr wurden nun die Herzogtümer Teil der Familienpolitik. Konrad der Rote, der nach Heinrich 944 zum Herzog von Lothringen wurde, erhielt Ottos Tochter Luitgard zur Gemahlin. In Schwaben folgte Ottos Sohn Luidolf, der mit Ida, der Tochter des Konradiners Hermann, verheiratet war. Damit wurde die Bindung der Herzöge zum König verstärkt. Kirchenpolitisch setzte mit Otto die Heidenmission im Osten ein. Mehrere Bistümer wurden gegründet, schließlich 968 auch das Erzbistum Magdeburg. Otto ging es dabei darum, die elbslawischen Stämme zu beherrschen.